Weiter geht's mit Millennia. Willkommen zurück. Und wir haben hier diesen Erkunder uns überlegt, jetzt mal hier weiter stehen zu lassen, damit wir hier mal gut unsere Religion verbreiten können. Sobald wir die benötigten Punkte haben, 75 brauchen wir, können wir unsere Staatsreligion weiter fördern. Und hier vorne beim Regenwald fangen wir mal an, uns durchzukämpfen. Ich glaube, wir hatten bereits viele Dschungelexpeditionen, wenn ich mich nicht irre. Deshalb lasse ich mal jetzt das vorlesen und sage nur, wir haben genügend XP. Holen uns mal die 20% Erfolgschance. Hier erkunden wir weiter und sind schon bei den Chinesen angekommen. Okay. Kulturkraft kann verwendet werden. Wir könnten das integrieren. Will ich das jetzt schon machen? Ja, ich glaube, wir machen es jetzt. Dass wir die Alchemie jetzt freischalten, scheint mir relativ sicher zu sein. Wir könnten auch Heureka uns einmal holen. Gäbe immerhin 104 Wissen, aber wir absorbieren mal den Außenposten. Wir gucken vorher, ist er wirklich hier gut angeschlossen an Schneckenhausen? Ich will nicht, dass er aus Versehen nach einem Funken Hoffnung kommt. Sieht gut aus. Machen wir. Nein! Es ist er nach Alte Wiege gekommen. Das ist ja bescheuert. Nee, Leute, das machen wir nicht. Das erscheint mir, ich habe davon gelesen in den Beta-Test-Foren, dass das bisweilen nicht richtig funktioniert, zu welcher Stadt man das Feld dazu bekommt. Scheint noch nicht gefixt worden zu sein. Das gefällt mir nicht. Wir lassen die Allianz sein. Wir müssen leider die Runde nochmal ganz schnell nachziehen. Was haben wir hier nochmal gesagt? Was haben wir mit dem gemacht? Ich glaube, wir haben den runtergezogen, ne? Irgendwie. In die Hauptstadt. So. Dann haben wir hier weiter erkundet. Ganz, ganz schnell. Zieh, Matze, zieh. Hier weiter erkunden. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingezogen bin. Irgendwie so. Grand Canyon haben wir gesagt, bitte schlafen gehen. Hier haben wir gesagt, bitte ab in den Regenwald. Und das haben wir gesagt und jetzt sind wir bei der Kulturkraft. So, dann machen wir Folgendes, Leute. Wir verwandeln ihn zurück und wir holen uns hier die Stadt selbst dran. Unten hier die Stadt hin. So. Damit wissen wir, dass das Gebiet hier tendenziell nach Schneckenhausen kommt. Die Stadtregion hat jetzt schon Stufe 3. Sie kann endlich weiter wachsen. Wie können wir der Stadt am besten helfen? Mit Glauben. Da haben wir doch eine Idee, indem wir hier nebenan möglicherweise die nächste Runde direkt wieder einen Außenposten bauen, eine Burg machen und dann vielleicht wieder eine Abtei bauen oder wir machen eine heilige Stätte. Wohnraum brauchen wir auch. Heilige Stätte dauert lange. Wohnraum wird uns auch helfen. Aber wir haben keinen Platz für Wohnraummodernisierung. Palazzo. Geht noch nicht. Dafür brauchen wir erst ein höheres Regionslevel. Alles klar. Rom und Ägypten haben Krieg wieder beendet. Ägypten und Indien haben wieder Frieden. Schriftgelehrter, religiöser. Der sollte hierhin, ne? In einen Funken Hoffnung, wenn ich mich nicht irre, weil wir hier einmal Papier übrig haben. Holen wir uns mal einen religiösen Schriftgelehrten. Der macht dann ein paar religiöse Texte. Sehr gut. Der Papiermacher, der könnte auch aufgelevelt werden zur Papiermühle. Da bräuchten wir nur noch mehr Holz. Den könnten wir aber auch hier im Wald sammeln.
dann wird es hier noch weiter wachsen. Alles gut. Runde beenden. Ingenieurskunst, Einfallsreichtum uns noch holen. Bei der Kriegsführung sind wir auch bald so weit, dass wir uns die Tapferkeit holen können. Und bei den Entdeckern würde ich sagen, holen wir uns mal als nächstes die Barbarenneutralität. Die Barbaren nerven mich etwas. Weil ich Altewiege als aktive Stadt habe, meintet ihr, dass wir eben das, dass das hier zu der Stadt gegangen ist? Das wäre aber sehr spooky, muss ich sagen. Also ja, es wäre eine Möglichkeit, aber dann ist es nicht intuitiv. Tut mir leid, da muss ich dann einfach sagen, liebe Entwickler, bitte gebt uns einen Tooltip, damit man weiß, was und wie man das ändern könnte. Ja, wollen wir trotzdem hier schon gebieten? Was machen wir denn mit unserem Außenposten hier? Wir können auf jeden Fall ja auch in Alta Vista, wir können hier noch überall weitere Städte integrieren. Oh nein. Nein! Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das so gefällt, wie die KI das momentan umsetzt. Dieses Dazwischensiedeln, das finde ich irgendwie... finde ich nervig. Das finde ich ja extrem nervig. Hier wollten wir nicht verbessern. Hier haben wir gesagt, können wir die Papiermühle mal verbessern und einmal ein Holzfällerlager, ein weiteres bauen. Damit haben wir jetzt hier die Religion sehr hoch gut erfüllt, weil wir zwei religiöse Texte haben. Die Förstereien könnten wir auch alle verbessern. Haben sowieso noch zwei Wälder, wo wir was bauen können, aber freie Bürger, nicht wirklich. Also die Stadt ist ganz okay. Was uns helfen könnte, wäre Nahrung, weil uns ja hier ein Fischerboot geklaut wurde. Hier arbeitet aber ein Bürger bereits drauf, oder? Ich glaube, wir können uns hier mit den Erkundungs-XP noch ein Mietschiff erzeugen. Ich würde sagen, das können wir hier auch ernten lassen, nicht wahr? Nächste Runde. So, ab in den tropischen Regenwald. Und ja, nochmal 10% Erfolgschance. Die Erkundungsexpedite bekommen wir so schnell. Das sollte kein Problem sein. Dann hier einmal alles aufdecken. Gibt es hier noch irgendwo was Spannendes? Naja. Und hier eine Stadt. Oh, hier gibt es... Oh, das wäre so schön, hier nebenan eine Stadt zu gründen. Oliven sind toll. Rinder sind toll. Kennt ihr natürlich als Anhänger der Bullisten, dass Rinder ganz großartig sind. Aber falls ihr selbst morgen mit eurer eigenen Partie startet, für alle, die jetzt live dabei sind, freut euch, wenn ihr diese Ressourcen in der Nähe habt. Die alte Wiege ist etwas unsauber. Hatten wir hier nicht schon eine Verbesserung für den Haufen? Müllgrubenverbesserung haben wir noch nicht, ne? Bei den Finanzen ist es sicher nicht. Beim Schießpulver auch nicht. Hier vielleicht Müllhaufen. Öffentliche Bauvorhaben. Könnte man sich demnächst überlegen. Arbeitshaus. Der Hebeturm ist natürlich toll für mehr Verbesserungspunkte. Wasserbetriebe. Ja, die öffentlichen Bauvorhaben, aber eins nach dem anderen. Werkhalle, sehr gerne. Tja, und danach. Von mir aus einmal den Gefechtsturm. Das furchteinflößende Aussehen, ja. Ihr könnt eure Schminkkoffer wieder einpacken. Eure Schminkkoffer. Geht alles nicht. Kriegsführung haben wir in
drei Runden haben wir den ersten Punkt für Sozialgefüge, der würde uns dafür, würde dafür sorgen, dass wir weniger bezahlen müssen für unsere Einheiten, denn ihr seht, 127 Einheitenunterhalt ist ganz schön teuer. Und wenn wir jetzt, hoppsala, wie viel war das nochmal? Wenn wir 8% sparen, ja, sind es 10 Gold. 10 Gold mehr ist aber wiederum 20%, also schon ein deutlicher Boost. So, ein Ankerlicht wird in eine weiße Fahne gehisst. Die Streitkräfte sind zu nah an unseren Grenzen von Griechenland. Ach, ihr Griechen, wo sind denn jetzt schon wieder hier Streitkräfte? Die beschweren sich andauernd über unsere Streitkräfte. Wo sind denn Streitkräfte? Hier vorne. Wo sind sie denn? Ihre Streitkräfte sind bei uns. Wir haben die Sahara erforscht, wir haben gar keine Streitkräfte da. Was erzählen die uns denn? So, aber hier können wir doch relativ viel machen. Haben wir schon die Möglichkeit, hier schön Wein zu produzieren, zum Beispiel? Wir bauen relativ viel. Der Wein wird auch in normal verbraucht. Haben wir diesen guten Wein freigeschaltet? Wo ist denn das Weingut? Ist das das Weingut? Ja. Einmal hier bitte das verbessern. Sehr hilfreich. Leute, uns jetzt, oh, schaut mal, guten Wein geben. Wir bekommen auch Luxus davor, hervor. Alles ganz toll. Sehr schön. Was können wir hier verbessern? Die Schmelzöfen, ja, da brauchen wir aber erstmal mehr Eisen. Oh, nee. Wir hatten sogar genug Eisen, dann wieder rückgängig. Wir haben zwei Eisen, nee. Ach, weil wir jetzt die Tief, wow, das bringt uns aber so viel mehr Eisen. Wow. 4. Aber wenn wir eben... Hä? Okay. Warum haben wir denn eben kein Eisen übrig gehabt? Verstehe ich nicht. Na gut, als nächstes dann die Schmelzöfen. Könnte schon nächste Runde der Fall sein. Super. Ja, und hier müssen wir wohl unser, wohl oder übel unser Gebiet mal abstecken. Nervig. Diese Perser. Ach, durch die Bergbaustadt. Ah, ja, danke. Weiter Dschungel erkunden. 80% Erfolgswahrscheinlichkeit. Es gibt tödliche Tiere. Wir gehen wieder Risiken ein und sagen, wir haben keine Angst. Keine Angst. Oder doch ein bisschen Angst? Weiter den Kontinent aufdecken. Okay. Bitte weiterziehen. Und in einem Funken Hoffnung haben wir die Werkhalle gebaut. Das ist gut. Ja, wir können uns mehr Gold holen. Marktverwalter. Ja, bringt uns auch mehr Geld. Machen wir mal das. Und wir können dann auch wieder mal zusehen, was wir so in- und exportieren wollen. Dass wir hier weiterhin Fisch exportieren, bin ich mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Wir wollen erstmal hier anschließen. Wir haben immer noch nicht genügend Fisch. Ich glaube, den Fisch, den behalten wir mal bei uns. So. Haben wir mal 179%. Was können wir denn stattdessen hier exportieren? Nicht viel. Doch, wir könnten... Wir könnten die Kulturgüter, die Handelsgüter exportieren in unsere Hauptstadt. Denn unsere Hauptstadt boosten wir ja immer. Und ich glaube, die Güter werden dadurch auch geboostet, oder? Bei den lokalen Reformen. Alle generierten Ressourcen in der Region. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann reinzählt. Ja, ansonsten Export ist hier momentan nicht vorgesehen. Vielleicht mit ein paar mehr Brettern oder Holzstämmen. Die könnten wir dann durchaus noch exportieren. Wir könnten vielleicht dann auch mal diesen Außenposten hier anschließen. Versuchen, dass der Außenposten zur richtigen Stadt dazu kommt. Dann könnten wir nämlich noch viel mehr
Holz produzieren. Und es wird dann natürlich eine Holzstadt mal wieder. Wir wollen die Religion verbreiten hier vorne. Ja, sehr schön. Die Stadt ist mehrheitlich großwellisch. Cool. Großer Künstler ist hier vor Ort. Produziert ein Kunstwerk. Haben wir selbst noch gar nicht gemacht, glaube ich. Die Kunstwerke selbst, die bringen halt Luxus und Produktion. Hoffentlich gibt es dort keine Biber. Ja, das wäre doof in der Holzstadt. So, Kulturgrenzen, alte Wiege verbreitert sich. Das ist gut. Eine Warnung von Rom. Ja, weil wir hier mal schön an ihren Grenzen stehen. Okay, dann gehen wir doch mal gucken. Dass wir hier die Schmelzöfen mal verbessern. Sehr gut. Ja, und wir könnten sogar die Trauben verbessern. Wir könnten noch mal mehr für guten Wein sorgen. Finde ich eigentlich ganz gar nicht so verkehrt. Wir könnten auch den Weizen mal in Mehl umwandeln hier vor Ort und Brote backen und im Zweifelsfall auch Brote durch die Weltgeschichte schicken. Wir machen mal eine lohnenswerte Plantage hier hin. Haben jetzt wieder einmal Trauben. Dann nochmal Trauben, dann nochmal ein leckeres Weingut, ja? Mehr Wein. Daishi, liebe Grüße an dich. So, der, ja, der macht jetzt hier noch einen weiteren Außenposten. So. Die Polarlichter, die können dann zum Glück nicht mehr viel machen. Aber die Schafe hätte ich eigentlich ganz gerne selbst gehabt. Ich mag Schafe. Der Regenwald ist abgeschlossen. Großartig. Dann heißt es auch hier, bitte Richtung Süden ziehen, Richtung Polarexpedition. Und tja, machen wir es übers Wasser. Wir könnten ja bald unser furchteinflößendes Aussehen annehmen. Nächste Runde ist es soweit. Dann sollten die Barbaren uns nicht mehr angreifen. Machen wir mal nächste Runde. Hier, gibt es hier noch Inselchen? Ja. Okay, viele Barbaren vor Ort. Ja. Eine Barbareninsel. Hallo, liebe Barbaren. Liebe Babsis. Einmal hier reinfahren und gucken gehen. Ja, Essen. Na, wer hätte gedacht, dass die Römer die Stadt Essen gründen? Ob sie auch wirklich damals schon so hieß? Hier eine Fünferarmee, die verhältnismäßig schwach ist, aber noch ihren Zweck erfüllt. Wir könnten einen Anführer uns mal holen. Das wird der hier sein, der es am meisten befördert. So. Hat uns jetzt Kriegsführungserfahrungspunkte gekostet, aber wir bekommen ja neue. Stadt ist immer noch ausbaufähig, was die sanitären Einrichtungen betrifft. Ich habe leider keine Idee, was diese weiße Fahne immer mal wieder bedeutet, die einem in der Stadt angezeigt wird. Als ob sich Leute ergeben würden, aber ich tue es nicht. So, wir machen Barbarenneutralität. Sehr gut, und damit sollten wir jetzt gefahrlos wassern können. Und segeln mal hier außenrum vorbei. Ganz hier unten hin zu den Eiswüsten. Eiswüste 1, Eiswüste 2. Okay. Hier ist Leipzig. Wir haben offene Grenzen, das ist gut. Und sehen hier schon die Eiswüste. Ein Funken Hoffnung. Marktverwalter. Ja. Gefechtsturm. Weitere Sichtbarkeit.
Man kann die Barbaren ganz normal angreifen, dann greift man sie an, aber sie werden einen nicht zurück angreifen. War zumindest bei meinen letzten Partien so. Einmal hierhin. Unser Diplomat ist noch auf dem Weg, gehe ich von aus. Irgendwo hier auf dem Weg. Oder? Wo ist denn unser Diplomat hin? Die Stadt folgt der falschen Religion. Diplomat, wo bist du denn? Hatten wir nicht einen Diplomaten uns geholt? Und extra geschickt zu den Persern? Oder war das beim Neuladen dann verloren gegangen? Ich mach's nochmal. Einen Gesandten erstellen. Bitte hoch. Hierhin bitte. Mist. Händler könnten wir auch mitschicken. Weil ja, die Stadt ist auch relativ groß. Wir schicken auch gleich noch einen Händler mit. Kommt. Der Diplomat kann auch mal weiterziehen. Sehr gut. Ja. Gut. Gut. Ich bin vorsichtig zufrieden.